So, nächster Tag. Oh, es regnet. Da muss ich dann nicht gießen? Das wäre ja super. Genau, wir können jetzt einmal zum Schmied gehen. Und dann mal schauen. Ich glaube, ich würde mal langsam wegen was. Obwohl, muss man hier was essen? Das könnt ihr mir kurz sagen. Beziehungsweise muss ich da auf irgendwas achten? Ich weiß genau, wo der Schmied war. Das ist schöner, wenn ich da einfach so. Da ist der Schmied. Das ist cool, dass dann auch hier draußen keiner rumläuft. Ja. Kannst du was essen? Gibt Energie. Aber ich muss nichts essen. Das war die Frage. Also, ich bin nicht verpflichtet, hier immer was essen zu müssen. Also nicht wie in Minecraft oder so. Ja, ich weiß noch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, das ist Sägewerk, ne? Eisenbahn? Das sieht aber nicht so eisenbahnig aus. Mal das hier. Jemand Fremdes? Hallo! Ach, das ist Linus. Lässt dich von mir nichts stören. Ich lebe alleine hier draußen. Ah, das ist der Obdachlose. Hat mein Bruder schon gezeigt. Oh. Nennt mich irgendwann Zelda grad. Wir haben jetzt gleich 9. Hier ist auch wieder so ein Schrein. Mit dir reden. Das macht dasselbe Geräusch. Wäre ja schön gewesen. So, dann schauen wir mal hier rein. Hallo. Oh nein, du bist pitschnass. Ja, was soll ich machen? Ich kann auch wieder gehen. Grüß, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Ja, bitte. Macht der da oben links? Ach, ich will es nicht wissen. Es gibt Sachen in dem Spiel, die will ich nicht wissen. Das kann ich für dich tun. Laden. Ich wollte einfach mal gucken, was du Schönes hast. Einfaches Fenster, kleines Fenster, Birkenstuhl, Birken. Billigfernseher und Fernseher. Warum ist der Fernseher billiger als der Billigfernseher? Und Sachen im Leben, die ich nicht verstehe. Warte mal, Rezepte? Holzfeuerschale, Laternenpfahl. Obwohl, die sind auch mega teuer. Holzbohnen, rustikal, die Steine. Okay. Kristallpfad. Alles klar. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Schmied. Schauen wir mal, was der jetzt zu sagen hat. Wenn man der jetzt nochmal war. Hier runter. Da ist er. So, dann schauen wir doch mal.
Dann für Geoden auf dem Amboss und hau ich drauf. Der Preis ist 25 G pro Geode. Wow, wir haben Kohle gekriegt. Da liegt ein Zettel. Stärk von Plänen zur Metallbearbeitung. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Wenn ich billige Fernseher vom Laster gefallen. Okay, das ergibt Sinn. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, also wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Spiel denken soll. Auf einer Art finde ich das cool, aber auf einer Art weiß ich noch nicht, wo ich hinaus will. Weiß ich hier überhaupt schon hin? Achso, ja, mit dir haben wir schon geredet. Stellt eine Menge Energie wieder her. Wenn du etwas übertrieben hast, kannst du hiermit Erschöpfung heilen. Okay. Mittwoch ist Ruhetag. Das tun die jetzt doch nur so, weil es regnet. Aber da hätte ich auch keinen Bock. Ich könnte den ganzen Tag jetzt einfach ins Bett gehen und nichts hier im Spiel machen. Aber das mache ich nicht. So. Sind die neu? Habe ich die einfach nicht vorher gesehen. Schlägt doch dann Energie auf. Ja. Stimmt. Auch wieder. Ja, ich. Also was vielleicht eine lohnenswerte Sache ist, ist halt zu angeln erstmal, glaube ich, am Anfang, so ein bisschen Geld zu sammeln. Achso, und ich würde halt sehr, sehr gerne hier nach unten hin den Weg schon mal fertig machen, wenn wir doch bei hier hoch müssen. Vielleicht ganz gut. Aber guck mal, wir können da vorne ja auch angeln. Sehe ich ja jetzt erst. Oder beziehungsweise fällt mir jetzt das auf. Alles klar, neues. Viel Spaß. Und danke, dass du da warst. Dir noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Ja, was gibt's denn bei euch heute Schönes zu essen? Oh, das hilft mir eigentlich gar nichts, wenn ich da jetzt Fisch hole. Weil für was? Also beziehungsweise ich habe auch gar nicht so viel Platz. Die Sachen kaputt? Ich glaube nicht. Das wäre nicht so schön. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Keine Ahnung, was zu essen gibt. Schokolade gab es bei mir. Ich muss noch etwas Richtiges essen. Ja, das richtige Essen fehlt mir auch noch. Also wie ich schon vorhin meinte, ich hatte heute Donuts. Ja, und jetzt ist halt die Frage, was als nächstes kommt. Also was bei mir auf jeden Fall gegessen werden muss, das ist Ofenkäse. Aber ob ich den heute essen will, weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Bin mal gespannt, was da so Schönes rauskommt, nicht? Wieder Nudeln. Nudeln. Bin sicher, ich hatte bis jetzt nur einen Salat. Einen Salat hätte ich jetzt auch Bock. Wäre schon cool. Ich habe auch erst heute überlegt, ob ich mir irgendwas für Salate kaufe. Dann habe ich es doch nicht getan. War mir aber auch zu teuer. Und ich bin jetzt... Ach so.
Hi. Yes. Ist das nicht die, die wir draußen schon gesehen haben? Bürgermeister Lewis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marani. Das war's. Wow. Okay. Kann ich da weiter? Nee. Obst und Gemüse esse ich zurzeit echt wenig. Oh! Was mal. Und wen habe ich noch da? Oh, Birnen. Mm. Oh, jetzt sind wir. Ich dachte, wir sind jetzt. Ja. Strand ist doch da unten, nicht Dödel. Obwohl, ich habe das Gefühl, dass der Fischladen bis 18 Uhr auf hat oder so. Oh. Hi. Ahoi, ist nett, ein paar junge. Ah, der Willi. Leute in Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht mehr häufig. Moment. Willi, ich wollte vielleicht Sachen verkaufen. So. Ja, sehr schön. Fisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Spiel für Stream ist. Also, was denkt ihr so? Ich mach mal eine Pizza einfach. Ah, shit. So. Zu gucken kann man dabei. Ja, es ist so. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es heute auch einfach an dem Tag. Ich habe ja schon gesagt, ich bin heute so ein bisschen müde und so. Also wir werden es auf jeden Fall die Woche noch ein bisschen öfter spielen und mal gucken, was so daraus kommt. Und dann mache ich so eine Art Fazit, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was so ich dabei so denken soll. Hering. Und was zum Quatschen für einen Stream, sonst wüsste ich nicht. Ja, also es soll ja später auch noch mehr geben. Deswegen werden wir uns das auf jeden Fall noch anschauen. Also was ich halt jetzt gerne nur machen würde. Also mein Ziel jetzt aktuell im Spiel ist es halt... hey, das hat nicht gezählt. Also mein Ziel ist es jetzt hier, das Geld zu kriegen für den Rucksack. Ich glaube, das wäre ganz gut. Zum Gucken ist das kein Spiel für mich. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, vielleicht wird es ja ein bisschen mehr noch. Ich mache ja auch gerade hauptsächlich nur diese Farm-Sachen und so. Und also wie gesagt, ich versuche jetzt mal hier den zu dem Punkt zu kommen, wo ich so sage, okay, wir holen den Rucksack. Und dann, dass man dann als nächstes vielleicht schaut wegen weiter erkunden und schauen, ob vielleicht sogar... Also was mich interessiert, ist die Mine hauptsächlich. So, jetzt gehen wir mal nach Hause. Sardelle. Jetzt 24-Stunden-Stream oder 48 Stunden. Klar, 48. Also 24 Stunden ist ja schon frech, aber 48? Das ist nur Stardew Valley, ja geil. Also, worauf ich halt die nächsten Tage halt echt Bock habe, ist Breath of the Wild. Wir müssen auf jeden Fall vorher bei Kirby spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir Breath of the Wild spielen. Das ist aber so ein Spiel, wo ich einfach mal wieder Bock drauf habe.
Nee, wenn dann 42, 70 Stunden, klar. 24 Stunden finde ich fair. Und für 72 Stunden, ja. Klar. Da müsst, also, wenn ich hier mindestens einen 24-Stunden-Stream mache, dann bestehe ich aber, und da bestehe ich wirklich drauf, dass ihr dann aber auch hier bleibt. Besonders die Leute, die am lautesten schreien, ne? Gerade die. Überlegen, ob wir das Harz verkaufen sollen. Obwohl, kann ich auch die Fische einfach... Drei Tage wach. Ich müde. Drei Tage wach. Hat aber auch keinen Bock drauf. Ach, ich weiß es auch nicht. So. Minus zwei Energie, auch geil. Kann ich eine bestimmte Anzahl einfach nur dahin packen? Ja. Ach so. Warte, wir verkaufen mal 10 Stück einfach. Und jetzt können wir mal schlafen. Dritter Tag im Frühling, Jahr 1. Hafer, Hofarbeit 0G. Sammeln 20. Achso, das war jetzt das, was wir gerade gemacht haben. Fischen, Minenarbeit. Was ist denn Hofarbeit? Okay. Hey, hey! Weg hier! Wach! Hat er mir einfach das Ding weggegessen. Entsetzt. Da war auch eine Vogelscheuche. Ein Kranke geschrieben, ich kann durchziehen. Okay. Nicht heute. Nee, die Woche wird bei mir eh schwierig, weil ein Kollege wollte auch nochmal vielleicht was machen. Da muss ich auch gucken. Wäre sogar heute fast zustande gekommen, da habe ich schon gesagt, nee. Maximal. Durchweichte Zeitung. Und ich werde da nicht dabei sein, ich würde da sonst nur pennen. Ja! Ich auch! Ich würde ab 22 Uhr pennen, einpennen. Das ist eine Vogelscheuche. Ja, ich guck gleich mal, ob man sowas hat. Halbholz. Dafür gibt es gar nichts. Aber wo sollen die Fische herkommen? Ein Scarecrow, aber ohne Batman? Nein. Ohne Batman und Scarecrow ist so langweilig. Soll ich euch mal ein Secret von mir erzählen? Zerbrochene CD. Ich krieg hier nur Scheiße. So. Scheiße, mal weg. So, gehen wir mal kurz zu dem Fischladen nochmal. Hab schon voll viel Energie verloren. Gerne erzähl. Wir hatten damals so eine Vogelscheuche. Die hat aber so einen Rabe als Kopf. Ich glaube, die ist auch auf dem Dachboden. Und ich weiß nicht wieso, aber ich hatte damals oft Albträume gehabt, wo die mich gejagt hat. Und ich hatte so Panik vor dem Ding. Und ich verstehe bis heute nicht, warum meine Eltern die nicht weggepackt haben. Weil ich hatte richtig Panik davor.
Aber die Träume hatte ich Gott sei Dank jetzt schon länger nicht mehr, aber trotzdem. Aber trotzdem. Kann ich die Möwe angeln? Schon irgendwie lustig. Nee. Ich glaube, die ist auf dem Dachboden aktuell. Mistding. Das Angeln ist hier echt interessant. Hering, neuer Rekord. Wow. Venusmuschel, Miesmuschel. Dafür jetzt so Geld gekriegt? Ich weiß es nicht. Was ist das? Angelkasten voller Köder, Haken, Angelschnur. Fregatte, okay. So, Aquarium. Kleines Erkrankung, Angler, Doppelbett. Kann dein Haus platziert werden? Okay. Du gerne immer noch, warum da so ein Ausrufezeichen ist neben meinem. Au! Wenn ein Bauer. Okay, mal Minus drücken. Hofbuch. Erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Nutze eine Hacke, um Feld zu bestellen. Benutze einen Saat im Feld, um etwas anzubauen. Benutze jeden Tag die Pflanze zu ernten. Bau eine Pastinake und ernte sie. Okay, das ist mein erstes Ding. Sag Hallo. Es wäre eine ganz nette Geste, jemanden jedem in der Stadt vorstellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, um neue Einwohner zu begrüßen. Okay, also das sind meine Ziele aktuell. Mal alle Hallo sagen. Noch so selber so schüchtern. So. Aber wenn Batman dabei wäre, würde er keine Zeit haben, um die Vögel verscheuchen zu können, weil er ständig von Batman verprügelt werden würde. Ja, das kann schon sein. Das kann schon tatsächlich sein. So, was sagst du? Bin fest entschlossen, heute einige Klamotten zu sortieren. Ich werfe alle neue Vorjahresmodelle weg, um Platz für Neues zu machen. Für Neues? Aber der ist schon weggegangen. Boah. Der Bewachsene stört sowas nicht, aber ja, solche Ängste kenne ich. Ja, also ich sag mal, heute hat man andere Albträume dafür. Also meine Albträume sind Stresssituationen. Und wenn ich so einen hab, dann ist der ganze nächste Tag im Arsch. Also das mindestens einmal die Woche. Kann man auch was bauen und das dann verkaufen? Kriegt man dafür auch nochmal extra Geld? Wäre auch ganz cool. Holz brauchen wir auf jeden Fall noch eine Menge. Holz brauchen wir alleine für die 300 da, für das Ding. Da kann man auch noch lang müssen. Guck mal, da ist eine kleine Höhle. Was ist denn da drin? Bin ich jetzt mal gespannt. Oh. Kann ich hier was abbauen? Die Höhle zu einer Mine arbeiten. Das wäre ja cool. Für ganz mein Geschmack. Muss mal dran denken, dass ich den Knopf auch gedrückt halten lassen kann. Und was haben wir hier oben? Da geht's ja weiter. Hallo? Und da ist voll. Tag ohne Feierabend. Heute hätte ich auch gegen 12 Uhr Schluss gemacht, aber
Aber bei einer Kollegin noch geholfen. Oh! Aber das ist doch auch eigentlich eine super Sache, da noch auszuhelfen. So. Viel Platz habe ich gar nicht mehr. So viel Energie meine ich. Stall. Ja, da gucken wir später mal, soweit ist. Lauch. Wilder Meerrettich. Wer denn hier jetzt? Oh. Ach, guck mal, jetzt ist der. Sind das Regenwürmer oder was guckt da raus? Brauchst du das von mir? Nö, ich wollte nur Hallo sagen. Entschuldigung, ich gehe ja schon. Sollte ich eigentlich die Blume schenken? Oh, guck mal, hier liegt auch. Okay. Ich habe die Blume leider nicht mit. Ist auch was. Und den links, da kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Machen Sie da. Es sieht aus, als würde der runterpinkeln wollen. Wie läuft's so mit dem bäuerlichen Geschäft? Was? Ach so, das ist Demetrius. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich friedlich ist, den ganzen Tag draußen mit Pflanzen zu verbringen. Wie schon. Zu friedlich. Friedrich, das auch. Ja, zu friedlich. Würde ich fast sagen. Komme ich da rüber? Nein, natürlich nicht. Kaputt hauen kann ich den Baum bestimmt auch nicht, ne? Doch. Ja, ich bin langsam erschöpft, ich sehe schon. Okay. Ist das die Dingsbums? Hallo. Hast du ihn in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Hallo? Ich will nochmal. Hallo? Ich glaube nicht. Wollen wohl nichts mit mir zu tun haben. Das sind schon komische Leute hier manchmal. Ich habe vor, diesen Sommer viel Zeit mit dem Teleskop zu verbringen. Und das ist wieder die. Und kannst du machen. Was ist das denn hier? Hier war ich ja auch noch nicht. Es ist verschlossen. Oh, cool. Okay. Bin ich? Ja. Hä? Helfen tue ich gerne auch nur eine Stunde. Die war ganz froh, dass sie einen Schutz hat. Sitzt von 18 Stunden. Ach so. Ja, ist doch super. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, den können wir eigentlich ja verkaufen, ne? Obwohl, die geben ja auch Energie, ne? Energie. So. Ach ja. Schön, schön, schön. Guck mal, da ist auch so ein Ding. Naja, ich glaube, wir können jetzt aber. Ich pack, glaube ich, den Lauch und das andere Ding hier mal rein. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Obwohl, warte mal, ich guck mir mal. Kann ich daraus vielleicht neue Samen herstellen? Jetzt hier gerade nichts der in der Richtung. Ach, guck mal, hier sind alle Leute. Hofarbeit.
So. Level up! Level up! Sammelstufe 1. Ein Artefaktaktivität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Stellungsrezept, wilde Saat, Frühling. Oh, das Herstellungsrezept, Müsli-Riegel. Schön. Vierter Tag in Frühling, Jahr 1. 170G. Gesamt 170. Wo kommen denn die restlichen her? Okay. 170.